Warum ergibt sich diese Notwendigkeit überhaupt, etwas bei den Lieferketten zu tun? Naja, man hat gesehen, dass freiwillige Initiativen, wie eben diese UN Guiding Principles, Leitfäden der OECD zum sozusagen für multinationale Unternehmen, für Due Diligence for Supply Chains etc., dass die eigentlich wenig bis gar nicht gefruchtet haben. Und auch in Deutschland war das letztlich der Grund, warum man das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz also eingefordert hat, weil ich glaube, es gab vorher schon einen nationalen Aktionsplan zu diesem Thema und da waren es aber weniger als, wenn ich mich richtig entsinne, 5% von Unternehmen, die diesen nationalen, also diesen nationalen Aktionsplan sozusagen zum Anlass genommen haben, ihre Lieferketten zu überprüfen. Darum hat Deutschland gesagt, da müssen wir etwas gesetzlich tun und darum hat letztlich auch die Europäische Union das gesagt. Sektoral betrachtet gibt es teilweise schon Regelungen in der Europäischen Union, was Lieferketten angeht, nämlich also die Konfliktmineralienverordnung, die Conflict Minerals Regulation und die Timber Regulation, die sozusagen Holzhandelsverordnung. Worum geht es da? Da soll vermieden werden, dass Holz aus illegalem Holzeinschlag weltweit verkauft wird. Und was bedeutet das? Unternehmen, die Holz oder Holzerzeugnisse erstmals in die Europäische Union einführen, die müssen entsprechende Nachweise, Zertifikate erbringen, dass hier eben nicht sozusagen Regenwald beispielsweise geschlägert wurde. Das ist aber rein ein sektoraler Ansatz und da geht es eben rein um das Holz. Auch bei der Konfliktmineralienverordnung, der Conflict Mineral Regulation, eine EU-Verordnung, die wie die Timber Regulation unmittelbar unionsweit gilt. Worum geht es da? Da sollen in Zentralafrika gewaltsame Konflikte nicht durch den Kauf bestimmter Mineralien, die Konfliktmineralien, das ist Zinn, Wolfram, Coltan und Gold, finanziert werden und Unternehmen, die eine gewisse Menge dieser Konfliktrohstoffe, also zwischen 100 Kilo und mehreren Tonnen pro Jahr in die Europäische Union einführen, müssen hier auch gewisse Ursprungszertifikate liefern können und nachweisen können, dass das eben nicht von dort kommt. Nächste Slide. Es gibt auch, wenn man weltweit schaut, die eine oder andere Regelung bereits in Amerika zum Beispiel eben den Dodd-Frank Act. Da geht es auch um Konfliktmineralien, also so wie bei der EU Conflicts Mineral Regulation. Und alle an einer US-Börse gelisteten Unternehmen müssen prüfen, ob sie derartige Konfliktmineralien kaufen, beziehen. Und wenn sie das tun, treffen sie bestimmte Sorgfaltspflichten. In Kalifornien gibt es eben mit dem Transparency in Supply Chains Act gibt es ein Verbot der Sklaverei und des Menschenhandels. Also das betrifft Unternehmen beispielsweise mit mehr als 100 Millionen Dollar Umsatz. Aber eben auch nur eine sehr punktuelle Regelung. Nächste Folie bitte. Australien, auch da gibt es einen Modern Slavery Act, wo sichergestellt werden soll, dass Sklaverei, sklavenähnliche Taten und Menschenhandel in den Lieferketten hintangehalten werden und Unternehmen, die in Australien ihren Sitz haben und mehr als 100 Millionen US-Dollar Umsatz machen, beispielsweise fallen darunter. Das heißt, Sie sehen da schon einige Aspekte, Konfliktmineralien, Sklaverei, Menschenrechte, Verbot der Kinderarbeit, Einhaltung bestimmter Umweltstandards. Das heißt, das sind die Punkte, mit denen die Lieferketten eben künftig nachhaltiger gestaltet werden sollen. Schauen wir noch kurz nach Europa. In Holland beispielsweise ein Verbot der Kinderarbeit. Das müssen alle in- und ausländischen Unternehmen ihre Lieferketten insofern überprüfen, dass sie keine Produkte beziehen, wo Kinderarbeit involviert ist. Also es müsste eigentlich der holländische Chili-Großhändler, um auf das anfängliche Beispiel zurückzukommen, der müsste eigentlich jetzt, das gilt in Holland schon seit dem 1. Januar 2020, der müsste eigentlich jetzt schon überprüfen, ob die Chilis, die er erstmals in die Europäische Union einführt, eben
ob da Kinderarbeit im Spiel war. Im Vereinigten Königreich gibt es eben den Modern Slavery Act, also da geht es auch eben, wie gesagt, um arbeitsrechtlichen Schutz, wiederum ein Verbot der Sklaverei betrifft sozusagen Unternehmen im Vereinigten Königreich, mit Sitz im Vereinigten Königreich, die weltweit einen Umsatz von mehr als 36 Millionen Pfund machen. Das österreichische Sozialverantwortlichkeitsgesetz ist eine Totgeburt, aber das war eine Initiative, dass man in bestimmten sensiblen Branchen, insbesondere im Bereich der Textilindustrie und sozusagen, wo man eben die Zwangs- und Kinderarbeit in den Lieferketten, wenn es um Schuhe und Textilien geht, wenn man das als eine besonders sensible Branche ansieht. Das war eine Gesetzesinitiative, ist aber eine Totgeburt. Es gab also zwischenzeitlich vermehrt immer wieder Entschließungsanträge im Parlament in Österreich und jetzt haben wir eben dieses Volksbegehren. Ja, die EU-Holzhandelsverordnung, darüber habe ich eh schon kurz gesprochen. Damit, Christian, the floor is yours. Das EU-Lieferkettengesetz oder die Corporate Sustainability Due Diligence. Ich habe immer gesagt, wenn die Wichtigkeit eines Gesetzes oder eines Rechtsakts von der Anzahl der Buchstaben des Titels abhängt, dann muss das ein extrem wichtiges Gesetz oder eine extrem wichtige EU-Richtlinie sein, Corporate Sustainability Due Diligence, also man kann es kaum aussprechen, darum oft kurz EU-Lieferkettengesetz, aber nein, im Ernst, ich glaube, das ist eine wichtige Sache, dass wir Lieferketten, dass wir einen Überblick über Lieferketten bekommen, unsere Lieferketten nachhaltiger gestalten, vielleicht auch verkürzen, um eben bestimmte menschenrechtliche und Umweltstandards weltweit zu etablieren. Super, vielen Dank. Ja, das Gesetz, über das wir sprechen, heißt Corporate Sustainability Due Diligence Directive. Also wirklich ein relativ langer Titel. Liebevoll wird es abgekürzt als CSDDD, was irgendwie auch zu Versprechern neigt, oder als CSDDD. Ein Gesetz ist es eigentlich nicht, das hat Bernhard Müller ohnehin schon gesagt. Es wird, wenn es mal fertig ist, wenn es mal finalisiert ist, derzeit sprechen wir noch von einem Entwurf, wird es eine Richtlinie. Und wie jede EU-Richtlinie ist es von den nationalen Mitgliedstaaten in nationales Recht umzusetzen. Das heißt, ein Gesetz und verbindlich wird es erst dann, wenn der nationale Gesetzgeber, für Österreich eben der österreichische Gesetzgeber, das Ganze in österreichisches Recht gießt. Wobei er sich dabei aber orientieren muss an dem, was ihm die Richtlinie als Mindeststandard vorgibt. Die CSDDD ist aus mehreren Gründen komplett anders als das, was wir bisher gehört haben. Also bisher, Bernhard Müller hat ja vorgestellt, es waren sektorale Regeln, also für auch bestimmte Themen bezogen, zum Beispiel auf Konfliktmineralien, auf Kinderarbeit oder auf Textilien. Das heißt, es war entweder nach dem geschützten Objekt, zum Beispiel Verbot der Kinderarbeit, oder nach der Art der Industrie, zum Beispiel Textilien, eingeschränkt. Die CSDDD macht das nicht. Sie schränkt weder nach Industrie noch nach dem geschützten Objekt ein. Es sind grundsätzlich, können alle Industrien und alle Betriebe erfasst sein und grundsätzlich kann auch alles, was man im breiteren Sinn unter Nachhaltigkeit versteht, wir kommen dann noch auf das genaue Verständnis, davon geschützt sein. Und die CSDDD ist auch nicht lokal begrenzt, jedenfalls nicht auf nationaler Ebene, sondern gilt für den kompletten EU-EWR-Raum, wobei auch Drittunternehmen, also Unternehmen, die ihren Sitz außerhalb der EU haben, davon erfasst sein sollen. Wie wirkmächtig sowas eigentlich ist, darüber können wir dann noch sprechen. Wenn wir über die CSDDD reden, dann reden wir über einen Entwurf. Der letzte stabile Entwurf stammt aus Februar 2022. Es gab jetzt vor 3 Tagen, am 25.04., eine ganz spannende Entwicklung, die wir heute auch schon besprechen können, nämlich eine Weiterentwicklung dieses Entwurfs aus Februar 2022. Weil was seitdem passiert ist, ist, im Februar 2022 wurde der Entwurf veröffentlicht zur öffentlichen Konsultation. Kann sich also jeder runterladen und durchlesen. Dann gab es den Bericht der EU-Berichterstatterin. Dann gab es zwischen den Mitgliedstaaten verschiedene, wie das halt immer so ist, besonders bei dieser Art von Regulierung, die halt eher so stark ins politische Weltanschauliche reingeht, gab es halt verschiedene Meinungen und verschiedene Positionen.
Und am 25.04., also vor 3 Tagen, hat sich der Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments dann auf eine gemeinsame Position geeinigt, zumindest mit Mehrheitsbeschluss. Und man kann, also es gibt noch, diese Position wurde noch nicht im Volltext veröffentlicht, es gibt Leaks dazu, man kennt Ausschnitte dazu, es gibt aber jetzt noch nicht zum öffentlichen Download einen Volltext davon. Aber grundsätzlich kann man sagen, der aus Februar 22 stammende Entwurf, den Sie sich alle anschauen können, der ist im Wesentlichen gleich geblieben und in bestimmten Teilen noch strenger geworden. Also das ist so die Richtung, in die es geht. Und es ist definitiv auch so, dass der Zeitplan weiter versucht wird einzuhalten, nämlich der Plan ist, Q3, Q4 2023 die Finalisierung der Richtlinie und dann mehrere Jahre, so 2 bis 4 Jahre für die nationalen Mitgliedstaaten zur Umsetzung. Schauen wir uns zuerst mal den persönlichen Anwendungsbereich an, also wer überhaupt von der CSDDD erfasst sein wird. Das ist auch ein Punkt, bei der Position am Dienstag offenbar Änderungen gab. Also der ursprüngliche Entwurf aus Februar 22 sieht 2 Gruppen vor. Einmal eine Gruppe an Unternehmen, die keiner besonderen Industrie angehören müssen. Die müssen über 500 Mitarbeiter und über 150 Millionen Euro Umsatz erwirtschaften, um erfasst zu sein. Und dann eine Gruppe 2 mit besonders sensiblen Branchen, im Wesentlichen Agrar, Textil und bestimmte Branchen, die mit Rohstoffen, Mineralien zu tun haben, also Öl und Gas nahe, die einen geringeren Schwellenwert haben, nur 250 Mitarbeiter und 40 Millionen Euro Umsatz. Die Schwellenwerte waren das Gegenstand großer Diskussionen. Die Berichterstatterin wollte strenger, manche Mitgliedstaaten weniger streng. Es wird offenbar jetzt strenger werden. Das Interessante daran ist nicht die Schwellenwerte, sondern das Interessante daran ist, dass es ein Gesetz ist, bei dem es in Wahrheit gar nicht so wichtig ist, wer erfasst ist unmittelbar, weil in Wahrheit wird es alle treffen, die entweder direkt oder indirekt mit unmittelbar erfassten Unternehmen Geschäfte machen oder in Vertragsbeziehungen stehen, was in Wahrheit bedeutet, dass insbesondere auch KMU betroffen sein werden, die grundsätzlich nicht erfasst sind, jedenfalls nicht direkt erfasst sind. Warum? Weil jene, die direkt erfasst sind, also die großen Unternehmen, aufgrund des Pflichtenkreises, der ihnen auferlegt wird, diese Pflichten in Wahrheit vertraglich verankern müssen und wieder weitergeben müssen an ihre Vertragspartner. Die müssen es wieder an ihre VertragspartnerInnen weitergeben und so weiter. Das heißt, alle, die in direkte oder indirekte Vertragsbeziehungen mit großen erfassten Unternehmen stehen, müssen sich auch um die CSDDD kümmern. Also dieses Gerangel um die Schwellenwerte, das es offenbar gab, das mag jetzt aus Sicht, wie man das Gesetz sozusagen politisch verankert, auch aus PR-Gesichtspunkten ein relevanter Faktor sein, dass man sagt, so und so viele tausend Unternehmen sind erfasst oder sind dann eben nicht erfasst, weil die Schwellenwerte etwas höher oder etwas niedriger sind. Aber es ist weit auch dem europäischen Gesetzgeber, wenn man die Richtlinie liest, sehr klar, dass die wirklich betroffen sein werden von der CSDDD, ja, das sind zwar die großen Unternehmen, aber die großen Unternehmen sind auch die in Wahrheit, die meistens schon sehr viele in ihrem Unternehmen haben, die auch häufig auch geeignetere Ressourcen haben, aber die KMU sind die in der Folge dann auch wirklich damit lernen werden müssen, umzugehen. Auch erfasst sind, und das soll nach der Position, die jetzt diese Woche angenommen wurde, so bleiben, auch erfasst sein sollen Unternehmen, die einen Sitz außerhalb der EU haben, wenn diese Unternehmen innerhalb der EU einen bestimmten Umsatz erreichen, also innerhalb der EU über Euro 40 Millionen erwirtschaften. Das soll dann so funktionieren, jedenfalls nach Vorstellung des Gesetzgebers, dass diese Unternehmen innerhalb der EU einen Vertreter oder eine Vertreterin bestellen müssen. Müssen zwar keinen Sitz oder keine Zweigniederlassung in der EU im EWR-Raum errichten, aber zumindest eine natürliche Person braucht man, die man dann bestellt als Representative, der in Wahrheit dann auch Verwaltungsstrafen, wenn man sich eben nicht dran hält, zugestellt werden können, damit man eben dieses typische Phänomen
nicht hat, dass sich jetzt bei größeren internationalen Unternehmen herausgestellt hat, dass du zwar in Wahrheit innerhalb der EU des EWR-Raums an sich ein effektives Sanktionenregime hast, zum Beispiel was Hate Speech betrifft, aber du kannst halt die Unternehmen, die diese Plattformen betreiben, nicht erreichen, weil sie keinen Zustellungsbevollmächtigten innerhalb der EU haben und weil du Strafen oder sonstige hoheitliche Maßnahmen denen gar nicht zustellen kannst, außerhalb der EU. Vielleicht nur einen Satz ganz kurz, Christian, entschuldige, weil wir im Kreislaufwirtschaft auch Thema sind. Das ist ja auch etwas, was wir jetzt genau im Bereich der Kreislaufwirtschaft, im Bereich der erweiterten Herstellerverantwortlichkeit, im Abfallbereich haben. Das, was Christian Richter-Schöller sagt, dass eben Unternehmen außerhalb der EU man bis dato nicht belangen konnte und man daher eben sozusagen Beauftragte in Österreich, Handelsbevollmächtigte sozusagen sozusagen nominieren muss, damit diese Unternehmen ihre Verpflichtungen auch erfüllen. Und das ist, glaube ich, auch ein wesentlicher Punkt für die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen, dass es eben nicht gänzlich sanktionslos ist, wenn hier ein Unternehmen eben aus außerhalb der EU gegen Lieferketten, gegen Abfallwirtschaftsrecht, gegen Kreislaufwirtschaftsrecht verstößt. Sorry, Christian. Das war übrigens auch ein Punkt, also es gab verschiedene am Entwurf aus Februar 22 gab es verschiedene Themen, die mehr oder weniger starke Kritik gefunden haben. Wir werden noch auf einzelne darauf zu sprechen kommen. Dass ich EU-ausländische Unternehmen auch erfasse, hat zwar auch Kritik gefunden, ist aber ein wesentlicher Anker des CSDDD. Das ist auch immer, also die Kritik an der CSDDD ist ja manchmal etwas konkreter und manchmal etwas abstrakter. Und eine abstraktere Form der Kritik lautet ja in Wahrheit, dass ich damit die Wirtschaftsfähigkeit des EU-EWR-Raums gefährde. Und da kommt dann immer das Gegenargument, okay, das stimmt doch jetzt insoweit nicht, weil alle Drittstaatunternehmen, also auch alle Unternehmen außerhalb der EU, die mit EU-Bürgern und Bürgerinnen Geschäfte machen wollen und einen bestimmten relevanten Umsatz erreichen oder überschreiten, die müssen sich ja sowieso auch dran halten. Also dieser Punkt, dass auch ausländische, dieser ganz wichtige Punkt, dass auch ausländische Unternehmen, die nicht in der EU ihren Sitz haben, erfasst sein werden, das ist was, was meines Erachtens jedenfalls auch im finalen Entwurf bleiben muss, weil das ganz grundsätzlich auch an die Mechanik des CSDDD geht. Weil ehrlich gesagt, für viele EU-Unternehmen brauche ich das CSDDD in Wahrheit nicht. Viele der EU-Unternehmen, die erfasst sind, auf der Folie sehen wir auch, dass insbesondere auch erfasst sind Unternehmen der Finanzindustrie, also Banken, Versicherungen und so weiter, die sind ohnehin schon massiv reguliert. Die sind schon seit Jahren massiv reguliert. Die sind jetzt auch durch die erweiterte ESG-Gesetzgebung, Taxonomie-Offenlegungsverordnung, Änderung des Versicherungsanlageberatungsprozesses und so weiter noch stärker reguliert, müssen ohnehin schon umfassend reporten und ihre Unternehmen steuern nach ESG-Prinzipien. Also für die brauche ich die CSDDD sicher nicht. Die Idee ist es gerade in Wahrheit, dass ich bestimmte Standards, von denen wir hoffentlich nicht zu Unrecht davon ausgehen, dass sie in der EU in Wahrheit keinen mehr besonders aufstoßen sollten als irgendwie diskussionsfähig, dass man die halt quasi auch dorthin exportiert, wo das halt vielleicht noch nicht so gut funktioniert in der Wertschöpfungskette. Also das ist an sich meines Erachtens ein ganz massiver Punkt, der sicher bleiben wird. Aber auch rechtstechnisch sicher kein einfacher Punkt. Gut, das war der persönliche Anwendungsbereich, wer erfasst es. Und jetzt ist die Frage, was ist denn eigentlich erfasst? Das ist eine wichtige Frage, wo man sich gehofft hätte eigentlich, nach dem Entwurf aus Februar 22, dass man in den weiteren Entwürfen eine Klarstellung erhält. Diese Klarstellung hat man aber, wenn ich das verstehe, was am vergangenen Dienstag angenommen wurde, aber jedenfalls bisher nicht erreichen können. Warum nicht? Der Entwurf spricht weiterhin davon, dass pauschal die gesamte Wertschöpfungskette erfasst sein soll. Die sogenannte Chain of Activities. Was ist jetzt die gesamte Wertschöpfungskette? Manche von Ihnen haben vielleicht schon mit dem deutschen Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz Bekanntschaft geschlossen. Ein wesentlicher Unterschied zum deutschen Gesetz, den die CSDDD hat, ist folgender. Das deutsche Gesetz sagt, du musst kontrollieren deinen eigenen Bereich, also deinen eigenen Geschäftsbereich. Das ist Tier 0. Das ist sozusagen die nullte Ebene. Also das bin ich selbst. Und dann gibt es Tier 1. Das ist meine unmittelbare Vertragspartnerin.
Auch bei der muss ich noch Informationen einholen, gegenüber der muss ich auch noch steuernd eingreifen können und so weiter. Dann, sagt das deutsche Gesetz, ist grundsätzlich aber Schluss, außer du musst halt Zweifel haben daran, dass zum Beispiel der Sublieferant deines Lieferanten bestimmte Prinzipien verletzt. Aber grundsätzlich ist nach dem deutschen Gesetz beim unmittelbaren Vertragspartner, bei der unmittelbaren Vertragspartnerin Schluss. Die CSDDD sagt das nicht so ausdrücklich. Im Gegenteil spricht die CSDDD erstens mal nicht von der Lieferkette, sondern von der Wertschöpfungskette, was schon mal ein wesentlicher Unterschied ist, weil eben nicht nur Lieferanten, Lieferantinnenbeziehungen erfasst sind, sondern es sind alle geschäftlichen Aktivitäten überhaupt erfasst. Das ist etwas, was der Rechtsausschuss am 25.04. nochmal ausgeweitet hat. In Wahrheit geht es jetzt nämlich nicht nur um Vertragsbeziehungen, sondern es geht überhaupt um alle geschäftlichen Aktivitäten. Dazu braucht es gar keinen Vertragspartner. Ich muss zum Beispiel auch schauen, dass meine Betriebsabläufe passen. Oder, sagt uns der Rechtsausschuss vom 25.04., ich muss auch schauen, dass meine Einkaufspolicy passt. Da gibt es keinen Vertragspartner. Das betrifft nur mich, mein Unternehmen. Und trotzdem unterliegt es der CSDDD und den Sorgfaltspflichten der CSDDD. Und es ist, jedenfalls wenn man den Entwurf auf eine bestimmte Art liest, nicht gesagt, dass der Tier 1 Schluss ist. Ganz im Gegenteil, der Entwurf sagt uns, nur bei bestimmten Unternehmen aus bestimmten Industrien, das ist insbesondere die Finanzdienstleistungsindustrie, die darf bei Tier 1 Schluss machen, außer man hat bestimmte Zweifel, dass es sozusagen beim Sublieferanten Probleme gibt. Also ein Beispiel dazu. Der Entwurf sagt, wenn ich eine Bank bin und einen Kredit vergebe, dann muss ich im Rahmen der Zuzählung der Kreditvaluta darauf achten, dass mit der Zuzählung keine Umwelt- oder Menschenrechte gefährdet werden. Ich muss aber nicht darauf achten, wie dieser Kredit in der Folge dann verwendet wird, also wie der Kreditnehmer, die Kreditnehmerin diesen Kredit in der Folge weiterverwendet. Darauf, das muss ich zwar beim Kreditnehmer, bei der Kreditnehmerin erfragen, aber ich muss dann nicht mehr weitergehen in der Wertschöpfungskette, das Geld sozusagen weiterverfolgen, was man sich irgendwie ganz gut vorstellen kann, dass das in Wahrheit eher eine recht müßige Aufgabe wäre, die Wertschöpfungskette von Geld zu verfolgen. So, das ist aber mal das eine, dass man sagt, okay, nur bei bestimmten Industrien ist bei Tier 1 Schluss. Im Umkehrschluss heißt das aber, so ist jedenfalls derzeit eine Lesart, dass eben bei anderen Industrien nicht bei Tier 1 Schluss ist und die schon pauschal die gesamte Wertschöpfungskette weiterverfolgen müssen. Es gibt auch da in den Definitionen, da steht was von etablierte Geschäftsbeziehung, direkt und indirekt und so weiter. Also es gibt bestimmte Anhaltspunkte, dass man eine gewisse Einschränkung auf unmittelbare VertragspartnerInnen hat. Das ist aber nicht ausgemacht und in Wahrheit steht es auch nicht so ausdrücklich drin wie im deutschen Gesetz. Jetzt wäre das nicht das erste Gesetz im Aufsichtsrecht, das uns sagt, ich brauche gegenüber auch jenen Personen, die nicht meine unmittelbaren Vertragspartner sind, bestimmte Rechte. Wir denken zum Beispiel im Aufsichtsrecht an das Auslagerungsrecht, wo man auch sagt, okay, wenn eine Bank einen bestimmten wesentlichen Teil ihres Geschäfts auslagert, dann muss sie sicherstellen, dass auch alle Subauslagerer bestimmte Rechte einhalten, zum Beispiel sich an das Bankgeheimnis halten. Dann muss ich halt gegenüber meinem Vertragspartner sagen, okay, und wenn du dich eines Dritten bedienst zur Erfüllung, dann musst du dem dieselben Rechte wieder auferlegen und so weiter. Das heißt, vom Ansatz her, von der Mechanik ist das was, was handelbar ist. Das war aber bisher nur in ganz thematisch eingeschränkten Bereichen der Fall, also zum Beispiel im Auslagerungsbereich bei Banken. Dass man das jetzt so ausdehnt auf die komplette Industrie in Wahrheit, das wäre was wirklich Neues und das ist auch was, was massive Kritik hervorgerufen hat. Ja, aber vielleicht einen Satz. In Deutschland wird ja auch, und das glauben wir, dass da auch wichtig ist, eine Priorisierung sozusagen überlegt, weil, und das ist hier im EU-Recht natürlich noch viel stärker. Wenn ich die gesamte Wertschöpfungskette, und zwar rückwärts und vorwärts, da kommst du ja noch dann dazu, Christian, und zwar jede etablierte Geschäftsbeziehung, was ist etabliert, ist die Reinigungsfirma, die bei mir sauber macht, weil ich auch eine etablierte Geschäftsbeziehung haben. Was ist sozusagen dann geschuldet? Was muss ich tun? Also erstens werde ich risikobasiert schon priorisieren dürfen, auch wenn es, weil anders ist es, glaube ich, nicht möglich, auch wenn das in dem EU-Entwurf so noch nicht drinnen steht, wird man sehen, wie Österreich dann umsetzt. Dass ich eben im Rahmen eines risikobasierten Ansatzes priorisiere und eben
risikogeneigten Lieferanten zuerst eben meine Risikoanalyse durchführe, bevor ich eben bei weniger risikogeneigten, und es muss natürlich auch völlig klar sein, es kann immer nur eine Bemühensverpflichtung sein. Es kann, wenn ich die gesamte Wertschöpfungskette erfassen muss, natürlich kein Erfolg geschuldet sein. Das heißt, wenn ich alles unternommen habe, sozusagen Risikoanalyse, Risikomanagement und so weiter, und dann passiert trotzdem etwas, dann kann ich dafür sozusagen nicht haftbar gemacht werden. Aber, wie Christian Richter-Schöller gesagt hat, das steht so da nicht drinnen. Ja. Genau. Also es kann jetzt nicht für alles, also nur weil ich ein von der CS-Triple-D unmittelbar erfasstes Unternehmen bin, kann ich jetzt nicht für alles Schlechte auf der Welt verantwortlich gemacht werden. Das ist, glaube ich, ganz klar. Es geht halt darum, ein sorgfältiges, wie Bernhard Müller gesagt hat, ein sorgfältiges Risikomanagement zu etablieren. Und auch da kommen wir in der letzten Folie noch dazu, was man heute schon tun kann, und halt auch Mut zum eigenen, wohlüberlegten, dokumentierten Vorgehen zu haben und halt etwas zu machen, um mal anzufangen. Ich sehe gerade im Chat, dass eine Frage kommt, gekommen ist, inwiefern Unternehmen aus der Finanzindustrie erfasst seien. Unternehmen aus der Finanzindustrie sind laut dem Entwurf aus Februar 2022 jedenfalls erfasst, unabhängig davon, ob sie Umsatzschwellen oder ob sie die sonstigen Schwellen erreichen. Ich meine, meistens werden sie die Schwellen erreichen. Ich kenne aber auch, oder wir arbeiten auch zum Beispiel mit Versicherungen zusammen, die weniger als 150 Mitarbeiter haben. Die würden dann die Schwellen nicht erreichen. Und nach dem derzeitigen Entwurf werden sie aber jedenfalls erfasst. Das betrifft Banken, Versicherungsunternehmen, Wertpapierfirmen, Zahlungsdienstleister und so weiter. Also in Wahrheit alle von der FMA regulierten Unternehmen, die eh schon Kummer gewöhnt sind, was Regulierung betrifft, die werden dann auch jedenfalls von der CS-Triple-D erfasst. In der Frage steht auch, Lieferkette kaum vorhanden. Nur geht es bei der CS-Triple-D nicht um die Lieferkette, sondern um die Wertschöpfungskette. Das heißt, es geht nicht alleine um tangible Produkte, also nicht dieses klassische Verständnis, man bekommt 10 Einzelteile und schraubt die 10 Einzelteile zu einem großen Teil zusammen und verkauft dieses große Teil, sondern es geht um die Wertschöpfungskette, die erfasst insbesondere auch Dienstleistungen und die erfasst insbesondere auch alle anderen geschäftlichen Aktivitäten. Also das Beispiel, das ich vorher gebracht habe mit der Kreditvergabe, das habe ich mir nicht selbst ausgedacht, sondern es ist etwas, was die CS-Triple-D selbst als Beispiel zweimal im Entwurf nennt. Also sowas wäre zum Beispiel erfasst, die Vergabe eines Kredits. Oder bei Versicherungen, der klassische Geschäftsbereich, der Abschluss eines Versicherungsvertrags, das wäre dann wohl auch erfasst. Unternehmen der Finanzindustrie sind insoweit doppelt privilegiert, als sie erstens, jedenfalls wenn es bei der derzeitigen Mechanik bleibt, erstens bei Tier 1 Schluss machen dürfen. Ich habe vorher schon erklärt, was man darunter versteht. Und dass sie zweitens bei gegenüber bestimmten VertragspartnerInnen, das sind hauptsächlich SME, hauptsächlich KMU, SME, Retail-Kunden, also im KleinkundInnen-Segment, dass sie dort diese Pflichten entweder nicht oder nur sehr verdünnt einhalten müssen. Was ist die Idee dahinter? Die CS-Triple-D will halt ganz offensichtlich bei der Finanzindustrie jene Verträge regeln, die ein sehr großes Volumen haben und wo man sagt, die Unternehmen kennen die Verträge gut, weil es ist der unmittelbare Vertragspartner. Aber die Unternehmen und diese geschäftlichen Aktivitäten will die CS-Triple-D jedenfalls erfasst haben, unabhängig von der Schwelle. Also das ist die Idee dahinter. Dass ich jetzt Unternehmen der Finanzindustrie komplett ausschließe, ist äußerst unwahrscheinlich, weil ja die ganze Idee in Wahrheit des Sustainable Finance Action Plan darauf beruht, dass ich dort genau ansetze. Nicht? Man hätte ja auch in Wahrheit komplett andere Regelungsmechaniken wählen können. Ja, du hättest ja auch ansetzen können bei der CO2-Steuer und mal das machen, oder du hättest zum Beispiel anfangen können, Thema Kreislaufwirtschaft. Das steht ja heute etwas auch unter dem Zeichen Kreislaufwirtschaft. Du hättest ja in Wahrheit auch anfangen können bei der Kreislaufwirtschaft und mal die Produkte langlebiger machen bei Gesetz. Nicht? Das wären ja alles denkbare Regelungsmechaniken gewesen, wie ich als EU-Gesetzgeber Ihnen sage, okay, und so will ich jetzt unsere Wirtschaft nachhaltiger gestalten. Die Idee war aber, dass ich in Wahrheit einen Top-Down-Approach verfolge und dort ansetze, wo die Kapitalströme sind und die halt durch gewisse Incentivierung, durch gewisse behavioristische, verhaltensökonomische Vorgaben halt so in die Richtung hinzulenken, dass die Kapitalflüsse sich dort wiederfinden, wo es auch möglichst ESG-reich aussieht. Und deshalb
ist es in Wahrheit auch folgerichtig, dass Unternehmen der Finanzindustrie von der CSDDD erfasst sind. Was das für die bedeutet und dass das eine riesige Herausforderung ist, steht wieder auf einem anderen Blatt. Aber dafür gibt es offenbar diese mehr oder weniger starken Privilegierungen. Rückwärts und vorwärts die Wertschöpfungskette. Was bedeutet das, um wieder zur Folie zurückzukommen? Das bedeutet erstens, ich muss mir anschauen, um jetzt beim Beispiel mit den 10 Einzelteilen zu bleiben. Ich schaue mir an, ich bekomme meine 10 Einzelteile. Wie sind die Lieferantinnen dieser 10 Einzelteile aufgestellt, was die ESG-Faktoren betrifft? Und dann vorwärts betrachten. Ich muss mir aber anschauen, dieses eine Produkt, das ich dann zusammenschraube aus diesen 10 Einzelteilen, ist dieses Produkt eine Gefährdung für Umwelt oder Menschenrechte? Das heißt, bin ich selbst ein Risiko? Das ist diese doppelte Materialität, die viele von Ihnen schon kennen werden aus der SFDA, der Offenlegungsverordnung, des CSRD. Ich finde sich halt auch jetzt wieder hier die doppelte Materialität der Outside-In-Betrachtung. Welche Risiken wirken von außen auf mich ein? Sind meine Lieferantinnen ein Risiko auf ESG? Und die Inside-Out-Betrachtung, bin ich selbst ein Risiko für ESG? Das ist genau wieder diese doppelte Materialität, die wir bei allen Parallelgesetzgebungen auch wieder sehen. Es ist kein Wertschöpfungskettengütesiegel, es gibt auch keines. Negative Auswirkungen sind selbst zu identifizieren. Regelungsmechanik wieder ähnlich wie bei der Offenlegungsverordnung, wo es die Aufsichtsbehörden auch sagen, es ist ein reines Disclosure-Regelwerk und du musst dir einfach selbst überlegen, ob du jetzt zum Beispiel als nachhaltiges Produkt disclosen darfst oder nicht. Unterschied zur Offenlegungsverordnung, Unterschied auch zu allen anderen EU-Gesetzgebungen im ESG-Bereich bisher, weshalb meines Erachtens das CSDDD ein völlig qualitativ neues Element beinhaltet. Unterschied zu allen anderen bisherigen Regelungen ist, dass es eben nicht nur eine reine ein reines Informationsbereitstellungsframework ist, sondern dass du auch steuern musst. Das heißt, es reicht nicht, über das CSRD zu reporten, sondern du musst auch was mit diesen Informationen tun, jetzt kurz gesagt. Was musst du tun? Eine kurze Frage aus dem Chat möchte ich noch bitte, vorlesen. Ja. Wenn nun alle europäischen Unternehmen von der CSDDD erfasst werden, müsste das Risk Management wohl nicht EU und davor nicht OECD-Partner priorisieren? Fragezeichen. Ja, das wird so sein. Also der risikobasierte Approach wird ganz stark auf solchen Location Maps basieren. Das sieht man in Wahrheit auch schon. Also es gibt ja die Pioniergesetzgebung in Deutschland, das deutsche Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Und da gibt es auch schon eine Aufsichtsbehörde, die sich, was wir von Kolleginnen zu hören, schon massiv auch in dieser Aufsichtsrolle wohlfühlt und auch schon wirklich vor Ort bei Unternehmen, bei erfassten Unternehmen prüft. Und auch die gehen weit davon aus, dass du eine Location Heatmap brauchst, um dir mal anzuschauen, okay, risikobasiert, bei welchen LieferantInnen, bei welchen VertragspartnerInnen muss ich zuerst mal genauer nachfragen. Und da ist der Ort, wo ich meinen Sitz habe, sicher ein großes Thema. Anders kann ich es in Wahrheit nicht machen. Ich meine, es ist das Gleiche wie wenn ich sage, okay, mein Unternehmen handelt, dann liest es ja öfter bei irgendwelchen, also jetzt nicht mehr so oft, weil das Greenwashing-Thema schon, glaube ich, in vielen Köpfen angekommen ist. Aber früher hat man es öfter gelesen, dass Unternehmen gesagt haben, wir orientieren unsere Geschäftspraxis an den Sustainable Development Goals, wo man sich fragt, okay, und an welchen jetzt genau? Weil die kannst du jetzt auch nicht irgendwie alle parallel einhalten. Also eine gewisse Priorisierung ist in dem Bereich halt total wichtig. Und das wird eben auch hier wichtig sein, dass ich mir risikobasiert anschaue, bei welchen VertragspartnerInnen, auf welche konzentriere ich mich zu Beginn mal. Gut. Der Pflichtenkreis der erfassten Unternehmen, was ist jetzt eigentlich zu tun? Also kurz gesagt, beginnt es beim eigenen Unternehmen und die Sorgfaltspflicht. Das ist mal die erste Hürde, die man nehmen muss, die Sorgfaltspflicht im eigenen Unternehmen integrieren. Das ist etwas, was häufig in Wahrheit schon vorhanden sein wird, vielleicht nicht an einer zentralen Stelle, vielleicht nicht jetzt unbedingt immer schriftlich und ausbuchstabiert, aber ganz viele dieser Gedanken haben sich ganz viele der Unternehmen, sicher auch sehr viele von denen, die heute hier anwesend sind, weil das sind die, die sich halt jetzt schon proaktiv damit beschäftigen. Viele Gedanken haben sich da eh schon gemacht. Jetzt wird es halt dann im Rahmen des CSDDD auch zu Dokumentationszwecken, wird man diese Gedanken halt nur mal zentralisiert auch irgendwo zu Papier bringen müssen, wird sich eben genau solche Fragen stellen müssen, wie priorisiere ich bestimmte ESG-Faktoren, kann mich nicht auf alles gleichzeitig konzentrieren, wie priorisiere ich bestimmte Vorgehensweisen, wo will ich zuerst verbessern, wir wissen alle, dass man sich
Das sind, weil es in allen Unternehmen viel Verbesserungspotenzial gibt, das man aber nicht gleichzeitig angehen kann. Und sicher auch eine Priorisierung, okay, und bei welchen VertragspartnerInnen schaue ich zuerst genauer nach. Und dann, wenn man diese Lieferanten, ein Supplier Code of Conduct, eine Einkaufspolicy, eine allgemeine ESG-Policy, wenn man diese ganzen Themen mal erledigt hat, ist natürlich auch alles risikoorientiert zu machen. Also ein Unternehmen mit 10 MitarbeiterInnen wird es sicher anders angehen können als ein global tätiger Konzern mit 5.000 MitarbeiterInnen. Also ist auch alles in Wahrheit vom Proportionalitätsprinzip geprägt, dass man sich fragt, okay, und für ein Unternehmen dieser Größe und mit diesem Risiko-Exposure, was brauche ich überhaupt wirklich? Oder reicht es vielleicht, wenn ich einfach nur ein längeres E-Mail irgendwo ablege als ESG- und Lieferantenpolicy? Der nächste Schritt, sobald ich meinen eigenen Geschäftsbereich halbwegs in den Griff bekommen habe, ist dann, das Ganze auf meine VertragspartnerInnen auszudehnen, was ja der wesentliche Punkt ist, den sie es schüttelt, die regelt, weil ich muss tatsächlich oder potenzielle negative Auswirkungen ermitteln. Das heißt, ich brauche Informationen. Und wenn ich sehe, dass es negative Auswirkungen gibt, muss ich die verhindern, abschwächen, abstellen, in gewisser Weise halt so mitigieren, dass ich sagen kann, ich habe hier meine Sorgfaltspflicht erfüllt. Das ist etwas, was ganz stark, also man sieht, dass da ein gewisser Eskalationsmechanismus auch drin ist, nicht? Also ich muss zuerst mal meine eigene ESG-Policy kennen, um zu wissen, was sind überhaupt für mich negative Auswirkungen. Dann muss ich Informationen einholen von meinen Vertragspartnern im nächsten Schritt, um zu wissen, okay, es gibt in meiner Lieferkette, in meiner Wertschöpfungskette negative Auswirkungen. Und dann, wenn ich die identifiziert habe, muss ich auch effektive Mittel haben, um solche Auswirkungen abzustellen, zu verhindern, abzuschwächen oder vielleicht in gewisser anderer Weise auszugleichen. Um das alles zu tun, ist eine Vorfrage, was überhaupt die geschützten Rechte des CSDDD sind, weil das ist ja an sich nicht selbsterklärend. Das ist leider ein Thema, wo man hat viel auf Klarstellung gehofft. Der neue Entwurf von vergangenem Dienstag hat hier keine Klarstellung gebracht. Das Nachhaltigkeitsverständnis des CSDDD sieht so aus. Man kann sich davon auch selbst überzeugen, wenn man sich diesen Anhang 1 ansieht. Der Anhang 1 enthält in Teil 1 eine Liste an völkerrechtlichen Verträgen zu Menschen, die mehr oder weniger grob mit Menschenrechten zu tun haben, und in Teil 2 eine Liste an völkerrechtlichen Verträgen, die mit Umweltthemen zu tun haben. Das ist aber mehr so eine lose Aneinanderreihung von Verträgen, die Staaten mal untereinander geschlossen haben. Weder steht dort drin eine Priorisierung, wir hatten das Thema gerade, noch steht dort drinnen, was das für nicht hoheitliche privatwirtschaftlich tätige Unternehmen überhaupt bedeutet. Das heißt, es ist ein gewaltiger Transmissionsaufwand, den ich hier leisten muss, um überhaupt darauf hinzukommen, auf ein angemessenes Nachhaltigkeitsverständnis. Das ist was massiv kritisiert wurde, ist meines Erachtens auch ein Kernpunkt der Kritik an der CSDDD, dass sich der Gesetzgeber nicht dazu durchringen konnte, genau zu definieren, was überhaupt die geschützten Rechte dieser Richtlinie sind. Das macht es natürlich auch schwierig, geeignete Informationen einzuholen von den Vertragspartnern, ja, weil nur wer weiß, welche Rechte überhaupt geschützt sind von der Richtlinie, der kann auch sagen, okay, und basierend auf diesen geschützten Rechten brauche ich jetzt diese und jene Informationen und muss diese und jene Abhilfemaßnahmen integrieren können. Das heißt, im Kern hängt sehr viel daran, wie das Nachhaltigkeitsverständnis im finalen Entwurf aussehen wird. Und auch daran, wie der österreichische Gesetzgeber dieses Nachhaltigkeitsverständnis dann umsetzen wird in österreichisches Recht. Gut, die Umsetzung oder die Vollziehung des ESGPD wird dann so funktionieren. Einerseits eine Verwaltungsstrafrechtliche Schiene mit Aufsichtsbehörden. Das sollen nationale Aufsichtsbehörden werden. Es wird keine EU-Aufsichtsbehörde geben, sondern nationale Aufsichtsbehörden in jedem Mitgliedstaat. Und die zweite parallele Linie ist eine zivilrechtliche Vollziehung, eine zivilrechtliche Umsetzung, weil das ESGPD im Unterschied zum deutschen Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ausdrücklich sagt, dass auch Schadenersatzansprüche an das ESGPD geknüpft werden können müssen.
Ich sehe gerade im Chat eine Frage. Bitte stellen Sie übrigens weiter Fragen im Chat. Also ich glaube, Bernhard Müller und ich werden bis zum Ende der Stunde sonst sprechen, wenn wir von Ihnen keine weiteren Fragen bekommen. Inhalte haben wir jedenfalls. Wobei das Ende der Stunde naht, wenn ich mir den Hinweis erlauben darf, Christian. Ja, und da beantworte ich noch schnell eine Frage. So etwas wie einen Katalog der vertrauenswürdigen Partner oder Länder wird es wohl nicht geben. Also einen Katalog gibt es sicher nicht genauso wenig, wie es einen Katalog geben wird eben der geschützten Rechte. Die EU-Aufsichtsbehörden machen sowas nicht mehr, weil sie sagen, man will den Unternehmen also keine, so dieser Checklist-Approach, dass ich den Unternehmen sage, okay, ich habe jetzt diese 17 Punkte und die kann ich abhaken und dann bin ich im Safe-Haben. Aber was vielleicht doch ein Anhalt sein könnte, ist erstens der UN-Menschenrechtsbericht, der regelmäßig herauskommt, wo Menschenrechtsverstöße, um die es der hier ja auch ganz maßgeblich gibt, aufgezeigt werden. Und vielleicht ein weiterer Anhalt kann sein, Länder, wo es derzeit EU-Sanktionen gibt, beispielsweise wenn ich jetzt an Myanmar denke, da gibt es eben wegen massiver Menschenrechtsverletzungen EU-Sanktionen. Das sind dann halt so Risikoländer, wo man unter Umständen im Rahmen dieses risikobasierten Ansatzes, wie Christian Richter-Schöller gesagt hat, näher hinschauen muss. Aber eine offizielle EU-Dokumentation wüsste ich auch nicht. Und jetzt abgesehen von dem Menschenrechtsbericht und auch OECD-Berichte, die immer wieder zu diesen Themen Menschenrechte in der Unternehmenskultur kommen, das könnte da schon ein Anhalt sein, wo man eben risikobasiert hinschauen muss. Ne? Genau. Ich habe vorher schon erwähnt, es soll Verwaltungsstrafen geben, laut dem Beschluss vom vergangenen Dienstag. Umsatzbasiert 5% des weltweiten Umsatzes, wie es im Aufsichtsrecht in letzter Zeit üblich geworden ist. Aber massiv können natürlich auch sein zivilrechtliche Schadenersatzansprüche daneben, wo man in Wahrheit heute noch gar nicht abschätzen kann, wer die Anspruchsberechtigten sind, weil es in der Richtlinie, wir können auch gerne noch darüber nachher sprechen, nur angedeutet wird und es verschiedene Anspruchsberechtigte denkbar sind. Die nächsten Schritte. Ja, vielleicht angesichts der fortgeschrittenen Zeit können wir diese Folie ja noch, glaube ich, relativ rasch sozusagen abhandeln. Wir haben hier einen Entwurf. Es gab ja jetzt erste geleakte sozusagen Comments zu diesem Entwurf geplant. Wäre, ob das hält, scheint mir fast ein bisschen zweifelhaft. Im letzten oder vor, also im zweiten Halbjahr, ich würde eher sagen gegen Ende dieses Jahres, dass also der Entwurf tatsächlich zur Richtlinie wird. Und dann wird man eben sehen, dass man sozusagen 3 bis 4 Jahre ungefähr Zeit hat, um dann das umzusetzen. Das klingt jetzt alles schon noch sehr, sehr weit. Aber wie Christian Richter-Schöller gesagt hat, es braucht Vorbereitung, denn Sie müssen ja letztlich eine spezifizierte Compliance-Organisation für Ihr Unternehmen umsetzen. Das ist einmal der erste Schritt. Und Sie müssen auch in weiterer Folge derartige Regelwerke, also einen Lieferantenkodex beispielsweise, einen Kodex für das Verhalten von Lieferanten und ähnliche Dinge, müssen Sie auch umsetzen und Sie müssen, damit Sie ja auch in der Lage sind, wie Christian Richter-Schöller gesagt hat, geht ja nicht nur darum, Sorgfaltspflichten zu definieren, potenzielle negative Auswirkungen auf die Pflichten nach dem Lieferkettengesetz, EU-Lieferkettengesetz zu identifizieren, sondern Sie müssen ja auch Ihre Lieferkette überwachen, Risiko analysieren, ein Risikomanagement schaffen und Sie müssen auch Präventions- und Abhilfemaßnahmen schaffen, die ja letztlich so weit gehen können, dass Sie unter Umständen eine Geschäftsbeziehung beenden können müssen. Und das bedeutet, und Sie müssen eben auch Informationen, die Dokumentationspflichten, die du, Christian, eben Dokumentation und Berichterstattung, die du eben schon erwähnt hast, das sind hier sozusagen im Rahmen eines Compliance-Ansatzes, dass ich eben das auch meine Lieferanten verpflichten muss, diese sozusagen, die Regelwerke, diese Schutzgüter einzuhalten, dass ich Informationen von ihnen anfordern
können muss, dass ich gewisse Überprüfungen durchführen können muss, weil ich ja sonst im Rahmen der mich treffenden Bemühungsverpflichtung entlang der Wertschöpfungskette ja deren Einhaltung nicht kontrollieren kann. Das heißt, es müssen Lieferantenverträge geändert werden, es müssen allgemeine Geschäftsbedingungen geändert werden. Da bekommen Christian Richter und Schöller und ich jetzt schon immer wieder Anfragen, dass man sagt, ja, wir wollen das schon umsetzen, teilweise auch durch das bereits in Kraft getretene deutsche Gesetz, das eben auch Auswirkungen auf österreichische Unternehmen haben kann, wenn sie Zulieferer sind oder wenn sie zu einer deutschen Unternehmensgruppe gehören, die darunter fallen. Das heißt, es ist eigentlich, ich würde nicht sagen, nicht allerhöchste Zeit, aber es ist jetzt nicht nur so, wenn man diese eben ganzen Richtlinien, Grundsätze etablieren, Prozesse, Verfahren aufsetzen muss, Risikobewertungen durchführen muss, sich überlegen muss, wie mache ich Audits bei meinen Lieferanten, wie evaluiere ich meine sozusagen Risiko, meine Lieferanten, wie implementiere ich ein Risikomanagement und was für Sanktionen, was für Präventions- und was für Abhilfemaßnahmen gibt es dann. Da sollte man sich schon jetzt, wo man noch Zeit hat, eben darüber Gedanken machen. Und es gibt auch Unternehmen, die spezialisiert eben auf so eine Lieferketten-Due Diligence sind, mit denen wir auch zusammenarbeiten, dass man hier eben sagt, ja, schauen wir uns das doch einmal an. Eben mit einem risikobasierten Ansatz, gibt es Medienberichte über dieses Land, wo oder steht ein Menschenrechtsbericht etwas zu etwaigen Verstößen? Ja, und dann 11.57 und dann, um zum Ende zu kommen, ja, wird es natürlich insofern noch spannend, was macht der österreichische Gesetzgeber daraus? Denn die Richtlinie im Anhang 1, glaube ich, Christian, sind diese, die dort stehen, ja, völkerrechtliche Übereinkommen, die nicht, wie Christian Richter-Schöller gesagt hat, dazu da sind, unmittelbar für Unternehmen Verpflichtungen zu entfalten. Das Pariser Klimaschutzziel, das ja auch Teil der Lieferketten-Sorgfaltspflicht ist. Ja, ich muss jetzt dann auf einmal schauen, wie ich meine Lieferkette sozusagen in diese Richtung bringe, dass sie daran arbeiten, dass sie Umweltberichte erstellen, dass sie daran arbeiten, Nachweise erbringen, dass sie eben dieses Klimaziel erreichen. Also ich glaube, da ist einiges an Arbeit noch vor uns. Und Christian, wenn du noch zusätzlich Anmerkungen hast, dann sehr, sehr gerne. Sonst würde ich, glaube ich, in die Fragerunde gehen, damit wir vielleicht noch ein paar Fragen und ein bisschen diskutieren können. Ja, gerne. So interpretiere ich auch, dass Viktoria ihr Video wieder eingeschalten hat, dass sie uns zur Ordnung rufen will, glaube ich, dass die Zeit bald abläuft. Nur noch ein Punkt, weil ich meine, Fragerunde ist gut, wir haben, glaube ich, nur mal eine Minute. Falls jemand die Diskussionen fortsetzen will, was wir, also Bernhard Müller und ich sprechen oft zu diesen Themen und was unsere Erfahrung ist, ist, dass die Zeit nicht ausreicht für Fragen. Ich weiß nicht, ob es uns heute auch wieder so gehen würde oder wird. Und insbesondere auch für Austausch unter den Unternehmen, die an unseren Veranstaltungen teilnehmen. Also falls wer insbesondere auf Unternehmensebene diesen Austausch fortsetzen will, kann sie sich hier anmelden. Das ist eine Community, die genau zu diesem Zweck gedacht ist, dass sie sich in Wahrheit untereinander halt austauschen und kennenlernen, weil aus meiner Sicht, nur das noch zum Abschluss, geht sehr stark, weil es eben so ein unbestimmtes Gesetz ist und weil es so unbestimmte Gesetzesbegriffe hat, geht es meines Erachtens sehr stark darum, was Industriestandard ist und was Marktstandard ist. Und bei der Offenlegungsverordnung sehen wir, dass sowas jahrelang dauern kann. Also in Wahrheit bei der SFDA, der Offenlegungsverordnung, haben wir jetzt noch keine Marktstandard, über 2 Jahre nach Inkrafttreten. Und dieser Marktstandard, wie sich der etabliert, das ist immer sehr spezifisch auf das jeweilige Gesetz bezogen, wird bei der CSTRIPL, die man sagt, das aber ganz entscheidend sein, gerade im Umgang, wie ich die Pflichten vertraglich umsetze. Ich meine, ein bisschen kann man halt auch nach Deutschland schauen, auch wenn Deutschland nicht dasselbe ist, aber von der BAFA gibt es ja dann, wie unsere deutschen Freunde so schön sagen, Handreichungen. Das sind sozusagen so Auslegungsleitfäden, die eben beschreiben, wie führt man, was ist ein risikobasierter Ansatz, wie führe ich eine Risikoanalyse durch, was kann ich da tun. Das ist vielleicht auch etwas, was man sich jetzt zur Hand nehmen kann und ein bisschen daran schmökern kann, um eben zu schauen, naja, vielleicht findet man da doch die eine oder andere Idee, die auch jetzt schon im Hinblick auf das EU-Lieferkettengesetz
umsetzbar ist oder ihnen hilft, dass diese Industrie und Standards zu entwickeln. Ja, gibt es sonst noch Fragen? Aber ganz kurz zuvor, als wir, wie gesagt, das Programm geht noch weiter ein bisschen. Also wir haben am 9. Mai noch ein Webinar, auch mit den Dorder Rechtsanwälten, auch wieder mit dem lieben Herrn Dr. Christian Richter-Schöller und mit seiner Kollegin, der Alexandra Ciano, zum EU Green Deal. Da kann man sich noch anmelden. Dann im dritten Schritt sozusagen den Workshop, der am 23.05. stattfindet. Der ist aktuell ausgebucht, aber Sie können sich gerne auf die Warteliste setzen. Wir müssen nämlich schauen, dass die Zielgruppe für den Workshop passt. Das heißt, wenn Sie Produktionsunternehmen sind, gerne teilnehmen, also oder gerne sich auf die Warteliste setzen lassen von uns. Ja, genau. Und am 25. Mai haben wir dann noch den Respect Talk Klima und Energie für nachhaltiges Bauen. Am 20. Juni Cross-Industry Dialog. Da suchen wir noch Unternehmen, die speziell in der Baubranche, Architektur, Stadtentwicklung, Landwirtschaft, Ernährungssicherheit sozusagen da tätig sind, um hier Allianzen zu finden. Und für all jene, die Respect eben noch nicht kennen und interessiert sind, was wir denn alles so machen, was bei uns so gibt und wie man Mitglied werden kann, haben am 30.05. Die Infoveranstaltung, die jedes Monat stattfindet. Und genau, alles auf unserer Webseite. Und jetzt übergebe ich wieder an euch zurück für ein paar Fragen, die noch übrig geblieben sind. Und genau. Theresa Geckler vom WWF.at. Wir setzen uns vor allem für das Lieferkettengesetz ein und sehen uns da auch so ein bisschen als Vermittler, weil wir eben auch viel mit Unternehmen arbeiten, aber auch natürlich viel mit anderen NGOs vernetzt sind, auch mit der Politik sprechen. Das heißt, wenn Sie so ein bisschen das Gefühl haben, okay, das Lieferkettengesetz ist vielleicht eigentlich eine gute Sache, aber es gibt viele Probleme, es gibt viel, was irgendwie vielleicht noch nicht gut geregelt ist, wo wir irgendwie Fragezeichen haben, gerne auch bei uns melden und mit uns in Austausch gehen, weil wir das auch so ein bisschen sammeln werden und vielleicht auch an die Politik herantragen werden, was eben, also wo man eben sagt, okay, eigentlich ist es irgendwie gut, aber es gibt noch so viel Unklarheit, wir sind da verunsichert, wir brauchen da mehr Unterstützung, es ist ja auch Unterstützung angedacht für KMUs, wie könnte die aussehen, einfach, dass man da schon mal in diese Richtung denkt. Gerne bei uns melden. Ich würde einfach meine E-Mail-Adresse in den Chat posten und dann freue ich mich über Anfragen und über Beschwerden und genau. Danke. Dankeschön. Also einen Punkt haben wir eh schon erwähnt. Also wenn Sie Punkte sammeln, würde ich jedenfalls aufnehmen, dass das Nachhaltigkeitsverständnis eben noch konkretisiert werden sollte. Ich meine, so wie das derzeit ist, ist es halt wirklich, und das scheint mir ein massiver Schönheitsfehler, das CSDDD zu sein, dass ich nicht weiß, was überhaupt die geschützten Rechte sind. Ja, vielleicht eine Anmerkung. Also ich glaube, es ist auch noch nicht klar, ob es wirklich diese Konventionen werden, die Sie jetzt eben genannt haben. Es gibt schon auch vom Parlament vor allem die Empfehlung, das über die OECD-Guidelines zu machen. Und die sehen der Taxonomie sehr ähnlich. Das ist also eine Möglichkeit, wo wir denken, das ist irgendwie handelbarer und macht vielleicht auch halt in dem Rahmen, was wir jetzt eh schon haben, irgendwie mehr Sinn. Da ist einfach die Frage, also das Parlament ist, glaube ich, eher auf dieser Seite von OECD-Guidelines. Das ist halt die Frage, wie sich der Rat positioniert. Ja, ich weiß, ja, genau. Ich meine, soll nicht nur einen Dialog zwischen uns beiden werden, aber ich habe vergangenen bei der Veranstaltung der Wirtschaftsuni zur Nachhaltigkeit mit dem Professor Wiener mal drüber gesprochen vor ein paar Tagen und der meinte, er sieht irgendwie wenig Chancen, dass sich in dem Punkt noch was ändert. Ich meine, auch die OECD-Guidelines sind in Wahrheit keine Rechte oder Pflichten, die nicht hoheitlichen privatwirtschaftlichen Unternehmen zustünden oder die einhalten müssten. Ich meine, Taxonomieverordnung parallelisieren ist wieder ein anderes Thema, wobei dann die Frage offen bleibt, und was mache ich mit den sozialen Faktoren, wo die Taxonomie im Rahmen der Mindestschutzbestimmung ja eine ähnliche Unklarheit vorsieht, wie sie derzeit die CSDDD vorsieht. Also auch das ist natürlich noch irgendwie ein bisschen unbefriedigend. Man muss sich ja immer vor Augen halten, was der Zweck ist. Und der Zweck des CSDDD oder anderem Sprechen ist ja viel weiter als das, wofür ich heutzutage die Taxonomie brauche. Ja, also ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, dass man sich da einbringt und dass man halt schaut, dass
einerseits eben der Impact passt, also dass es wirklich das erfüllt, was es halt erfüllen soll, und dass es andererseits halt auch mit den Regularien, die wir jetzt schon haben, halt irgendwie gut zusammenpasst. Ich glaube aber, dass man die Parlamentsposition auch ein bisschen so sehen muss, dass es halt eine politische Position ist und dass das Parlament es nicht als vordringliche Aufgabe gesehen hat, es handelbar zu machen, sondern das geht darum, eine starke Position mal zu etablieren, um dann in die Verhandlungen mit dem Rat reinzugehen. Und der Rat, wo dann ja auch, also wo dann ja Regierungen drin sind, die das tatsächlich sich der Frage stellen müssen, wie setzen wir das um, wird das sicher deutlich konkretere Forderungen, also deutlich konkreter das machen. Das ist auch die Aufgabe von Regierungen, das einfach zu konkretisieren. Das Parlament ist da halt eher auf der Seite, setzen wir mal die Messlatte möglichst hoch, weil es wird dann eh vom Rat wieder runterverhandelt. Man muss nämlich schon sehen, wen die Unklarheit trifft. Weil die Unklarheit trifft nicht die verpflichteten Unternehmen. Weil was machen die verpflichteten Unternehmen mit einer Unklarheit? Die geben die vertraglich weiter, bis sie irgendwen finden, der so wenig Marktmacht hat, dass es unterschreibt. Die Unklarheit trifft jene Unternehmen nicht, die sich leisten können, die Ressourcen haben, sondern die KMU, die ganz kleinen KMU, die sagen, ich finde keinen anderen Geschäftspartner. Na gut, dann unterschreibe ich den Unsinn zwar, ich weiß ja nicht genau, was drinsteht, aber ich muss es unterschreiben. Und das ist dann vielleicht der 13. Vertragspartner, die 13. Vertragspartnerin, die sie ansprechen, die sie unterschreibt, weil sie eben nicht mehr anders kann. Das heißt, diese bewusste Unklarheit, die manchmal vom Gesetzgeber eingebaut wird, ist ein Irrglaube zu meinen, dass diese Unklarheit jene trifft, die unmittelbar erfasst sind. Ganz im Gegenteil, bei der CSDDD, das trifft genau jene, die nicht erfasst sind und die in Wahrheit das Rückgrat von der nachhaltigen Wirtschaft sein sollen, nämlich unsere KMU. Jetzt von der Frau Schneisel. Eine der Auswirkungen sind Supply Ratings ohne Harmonisierung. Sind die Unternehmen in der Position, noch systembefriedigend zu betreiben? Es müssen Standards im Rating definiert werden, um nicht zig Ratings durchführen zu müssen. Sehen Sie das auch so? Ich hoffe, ich habe die Frage jetzt gut formuliert oder gut ausgesprochen. Ja, also das ist definitiv ein Thema. Nicht? Man sieht, dass CSDDD auch eine gewisse... Man sieht, dass CSDDD an sich eine gewisse Zertifizierungs- oder Ratings-Aversheit an. Mhm. Also es wird auch nicht, weiß nicht, wie dein Eindruck ist, Bernhard, aber es ist ja nicht so, dass CSDDD sagt, okay, und wenn du diese und jene Zertifizierung hast, dann bist du sozusagen in einem Safe Harbor. Nein. Dann ist das okay. Sondern CSDDD, also mein Verständnis des Gesetzes, der Richtlinie ist ja eher so, dass man sagt, okay, man schafft ein gesetzliches Parallelsystem für die ganzen Zertifizierungen, ähnlich wie ich es halt auch im Sustainable Finance Bereich bisher gemacht habe oder bei der Taxonomie gemacht habe. Ich meine, das kann halt faktisch eben dazu führen, dass Zertifizierungen angeboten werden. Wir sehen das bei der EU Timber Regulation, Holzhandelsverordnung, dass die eigentlich eben nur Sorgfaltspflichten definiert, aber in den einigen Mitgliedstaaten der Trend, und wir haben das jüngst im Rahmen einer Anfrage für Österreich untersucht, der Trend schon auf quasi privatwirtschaftliche Zertifikate dann geht, weil das so quasi als eine Art Nachweis, dass man eben hier entsprechende Sorgfaltspflichten und Compliance-Maßnahmen etabliert hat. Aber Holz zu zertifizieren ist natürlich leichter, als das im Lieferkettenbereich der Fall ist. Vielen Dank. Ich glaube, wir belassen es mit dem sozusagen. Vielen Dank nochmal auch an euch beide. Es war eine sehr informative Stunde. Und genau, freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Und alles gern. Dankeschön. Danke euch. Schönes verlängertes Wochenende. Ebenfalls. Dankeschön. Okay. Danke. Wiedersehen.